Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier bei 7D. Wir machen heute eine Tour und zwar würde ich mir Dinge besorgen, die elektrischen Teile. Und dazu habe ich noch eine Erinnerung, dass ich um mein Haus war, wo viel Elektronik war. Da fahren wir jetzt hin, das ist praktisch um die Ecke. Ich werde mal reingehen, vielleicht finden wir ein bisschen Schweine, ein paar Wildschweine, und das Riesenvieh oder im Keller. Das ist jetzt mein Ziel. Das war hier. Ne, also. Natürlich werden wir die Zombies hier wieder gespawnt sein. Aber wie gesagt, mit dem werden wir leben, ne? Eier? Ne. Federn. Jo, das heißt, wir gehen mal hier rein. Draußen waren, glaube ich, keine gewesen. Aber wir fangen mal hier oben an, ne? Habe ich eine Schaufel dabei? Dann wollen wir weg. Jups. Das schaufeln wir weg. Und dann... Oh, ein Schlag. Gut, hier ist ein Messing bei, das ich gesehen. Und das ist mir doch hochinteressant. Immer stellen wir unsere kleine Überraschung auf. Das könnte eine kleine, ja, Hilfe sein. Wir nehmen mal die Axt. Die ist ganz gut. Mach auch Eisen weg. Das war die erste Sau. Das nächste Messing. So. Das können wir nicht liegen lassen, ne? Hätte ja im Normalfall der Try nicht umgebracht. Aber ich sag mal, in dem Falle. Eigentlich wollte ich nicht plündern, ne? Weil mit Gepäck ist es immer ungünstig. Ich werde das mal später machen, ne? So. Keller gehen wir später rein. Wir müssen mal hier Pistole nehmen. Hier innen drinne. Gar nicht mehr richtig, was drin ist. Die Schweine sind eigentlich friedlich, in Anführungszeichen, ne? Aber weh dem. Wenn ich sie kille, dann richtig. Die spawnen ja wieder, in Anführungszeichen. Hier oben bin ich relativ sicher. Gut, ein gezielter Schuss. Und wir haben wieder was für so vor der nächsten Zeit, ne? Igitt. Und ein paar Knochen, ne? Das nenne ich mal schön. So. So, mal ganz kurz.
Wir fangen hier vorne wieder an. Wo wir uns immer ein bisschen auch zurückziehen können, ne? Falls das mal nicht so gut läuft. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wollt doch nicht. So. Gut. Nachladen, ne? Falls doch mal, ne? Knapp werden sollte. Gibt's auch noch mehr Ding drin, ne? Das holen wir uns gleich. Wir brauchen nämlich auch Munition. Und das ist hier Messing und das ist hier Anführungszeichen Gold wert, ne? Das nehmen wir gleich weg, falls ich flüchten muss, dass ich nicht reinlaufe. Bin nicht Profi drin, ne? Die Dinger, die mögen mich nicht. Deswegen. Bitte Holz, ne? Gut. Treffen nicht so einfach, so. Also die wurden nicht geweckt, die Zombies. Aufgeweckt. Das hat den Vorteil, ich spare Munition. Das ist schon ein kräftiger gewesen, schon mit 57 XP. Der ist da nicht zu unterschätzen. Die sind ein bisschen flinker als die anderen, ne? Ja. Ich wollte doch nicht, Junge. Hab was gehört. Das ist langsam. Kleine Gefahr. Aber hier ist Messing. Toben wir uns gleich. Ne, Heuball brauchen wir keinen. So brauchen wir hier auch nichts. Gut, hier eine Ecke. Oh. Wie gesagt, Messing ist das A und O zur Zeit. Also, das ist nämlich Mangelware. Und ich kann leider nichts außer mit Messing Patronendosen herstellen. Sonst wäre das sicherlich kein Thema. Schläft der rechte Arm ein. Muss ich ein bisschen.
den Arm ein bisschen anders halten. So. Und da habe ich genug Schweine. Muss das jetzt nicht noch nochmal verstärken. Also deswegen sage ich mal so. Nehmen wir hier das Messing mit. Und jetzt gehen wir in den Keller. Im Keller, wo die Riesensau ist. Ob ich sie erledigen kann, ich weiß das nicht. Da muss ich mal sehen. Ob ich da nicht Mut dazu habe. Im Keller geht's. Ein Brief. Na, hier gucken wir nicht nach. Hier. Also Wildschweine sind soweit harmlos. In Anführungszeichen, wenn man die in Ruhe lässt, ne? Also, oh, hieß Elektronik. Deswegen bin ich ja hier. Wie gesagt, ich habe schon 108 Schweine. Gefühlsmäßig müsste ein paar Tage reichen, ne? Die muss fort. Mechanische Teile, keine elektronischen Teile. Auch nicht schlecht von oben. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo ging es noch in den Keller rein, noch tiefer. Oder war das draußen im weiteren Eingang? Da muss man kurz rausgehen. Also hier zum Beispiel kann man auch runtergehen, ne? Also hier mit den Treppen oder hier, da immer meine Probleme. Gucken. Übrigens Maschinengewehr nachladen. Ja, hier hat's die Wissenschaftler nicht so gut erlebt, ne? Das ist nicht gut. Wo kommt das Ei her? Überlastet, das ist nicht gut. Mal gucken, was ich hier entsorgen kann. Das kann ich entsorgen. Federn kann ich entsorgen. Ja, Bier normalerweise. Keine Verwendung für zerlegen Elektroteile, doch richtig. Steine können wir auch hier lassen. Messing Türgriff, das ist gut. Also ich weiß, hier unten ist eine Riesensau, sagt man so ganz vorsichtig ausdrückt. Und zwar eine grün bestrahlte. Die hatte ich mir beim letzten Mal nicht getraut zu erledigen. Da bin ich von da oben runtergefallen. Und habe das Tier gesehen. Und sehe jetzt auch. Und ich weiß nicht so recht. Wie und wo muss ich mich verstecken, damit ich das Tier Magazin leer ballern kann, ne? Da kommt nichts worauf.
Wenn ich sage, ich würde mir das abspeichern, ne, wäre es gut, ne? Ach, ich könnte mir das anders machen. Ich könnte mir mal was bauen. Und zwar. Sei jetzt nicht blöd. Das ist jetzt relativ einfach. Ich habe Holz dabei. Holz. Und da stellen wir uns paar. Die einfachen Teile aus Holzblöcke. Die da. Davor stellen wir jetzt mal paar her. Habe nichts dazu aufwerten, ne? Aber das macht nichts. Handwerker, okay. Erstmal die Axt da hoch und die Teile darunter. Dann werde ich mir das Ding noch nicht aufbauen, weil ich will ja die Sau ja mal aufhalten, ne? Das heißt, dass sie mir nicht hier gleich über den Weg läuft und erschießt, ne? Oder umbringt nach gutem nach Deutsch. So. Kann man da oben fliehen? Beziehungsweise, ja, das könnte man sogar, ne? Das Ding muss in die Richtung schießen. So. Und jetzt muss ich einen Schuss anwenden. Das ist äußerst riskant. Wow, 1200 XP und das Schwein ist weg. Und dachte hier, mir ist mehr los, ne? Okay, hier sind nur Knochengerippe von den ehemaligen Laboranten und Forschern, seid mal ganz vorsichtig, hat sie unter. Also ich habe nur mehr gedacht, dass jetzt was kommt, ne? Also dass sich gleich auflöst. Dachte ich nicht. Nee. Hier wäre so eine schöne Steinmine, ne? Ach, da bin ich runtergefallen. Siehst du, damit ich weh tue, hat mir jetzt leicht entsprechend. Naja. Das war so als Notfallplan gewesen, ne? Also falls doch mal entsprechend, ne, dass ich das zumindest bis Schutz habe und den nötigen Schuss abgeben kann. Oh, übersehen hier die Kiste hier. Nett. Sehr schön. Batterie ist auch schön. Ja, hier haben die auch Kollegen mal geschlafen mit Schlafsack und so, ja. Gut, ich bin überladen, ne? Da noch ein, zwei Bäume fällen. Ja, und hier muss ich mir dann rausschlagen, ne? Das wusste ich ja vorher nicht. Dass es hier entsprechend runtergeht, ne? Ich bin überladen, hat keinen Zweck, da brauchen wir jetzt nicht lange rumzaubern. Wir werden uns jetzt hier langsam zurückbewegen Richtung Heimatbasis. Dann werden wir ein bisschen ausbauen. Das heißt, eine oder andere reparieren,
den Messing einschmelzen. Immer gucken, was los ist, ne? Ob es nicht ein böser Wolf über den Weg läuft, ne? Erste Zuckung hier. Ich habe schon Besuch. Na, die da schreit, der nicht, aber der. Gut, innen drin sind wir eigentlich sicher. Aber. Steht er vor der Tür und will rein, ne? Ich lasse aber keinen rein. So. Ist da nur Strom drin oder nicht? Das sind muss ich mal schauen. Eigentlich schon, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich will den Sack holen. Dazu muss ich ihn ausschalten. Schöne Wechsel, ne? Deswegen habe ich hier so gebaut, dass ich auch da schießen kann. Für den Fall des Falles auch mal hier. Ne? Also aus sicherer Entfernung. Dass ich die hier abballern kann. Ne? Müssen wir gleich reparieren. Aber erstmal also seit den neuen Patch 1.18.4 ist hier mehr los. Ist aber ganz gut, das ist ein bisschen spannender. Das war der andere gewesen, ne? Gut, Messing einschmelzen, das erste. Dann das Fleisch wegräumen. Das heißt, das werden wir hier runterlegen. Messing hier rein. Nächste Eisen reinpacken. Gut. Da brauche ich ein bisschen Vorrat sein. Eisen wird eingeschmolzen und Stahl auch. Stahl Massen. So. Dann werden wir. Ach, Pilze. Dann werden wir mal ganz kurz. Ich habe Wasser wollte ich holen, ne? Fett. Fleisch.
schwierig. Ich habe mir leider schon schön gesammelt, mal zu sagen. So, dann brauchen wir hier. Ach, Ei. Jetzt können wir ein Omelett machen, ne? Ein Omelett, ne? Das haben wir zwar eher. So. Sandwich, also kann man im Prinzip noch Medizin herstellen. Oder könnte man. Ein bisschen Tierfett zum Backen und Kuchen, keine Ahnung. Aber alles voll. Mal schauen, wo ich da hinpacke. 3, 2. Ach, da. Siehste, nur verstaut. So, Leder wollen wir hier nicht reinmachen. Fett haben wir auch keinen Platz hier. Doch, da oben, das haben wir schon gepackt. Knochen kommt woanders rein. Eigentlich hier Knochen. Bier ist sowieso nicht so wichtig. So, das wollen wir verkaufen. Also Stofffetzen brauche ich. Da ist auch Fett. Ist mir egal. Knochen und Dings hier. Na egal, ist es nicht. Warum diesem System? Ein bisschen. Vielleicht da oben? Knochen haben wir auf jeden Fall hier auch. Und Stoff haben wir hier auch. Gut. Das hier verstaut. Nehmen die mal raus. Wir haben noch Wasser zu trinken. Da ist in Not. Also Mod. Da können wir unsere Dings aufwerten. Das ist eine Herausforderung mit Schweine irgendwas. Hätten wir gut machen können jetzt. Pfeile, keine Ahnung. Motorwerkzeugteile, 5 Stück. Braucht ihr welche? Das weiß ich genau. So. Dann waren die anderen Teile im anderen Haus. Okay, nicht schlimm. Das sind Mods. Die Schuhe haben wir an. Beziehungsweise wir haben den Mod schon. Wir werden jetzt mal die Runde beenden. Zuschauer, das soll es zwar gewesen sein. Tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Wir machen nachher weiter mit Reparatur und ja, hoffen mal ein bisschen ausbauen, ne? Elektronik. Tschüss.